Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Das Coronavirus hat Europa immer noch fest im Griff. All die schönen Ziele in Skandinavien und an der Atlantikküste Frankreichs, die schon in 2020 auf der Agenda standen, sind immer noch unerreichbar. Aber es beginnt sich ein Licht am Ende des Tunnels abzuzeichnen. 2 Wochen vor dieser Reise hat nämlich Österreich seine Gaststätten und Hotels wieder geöffnet. Zwar unter den 3G-Regeln, außerdem muss man für die Ein- und Ausreise eine Pre-Travel-Clearance ausfüllen, aber das ist auch schon alles. Bei schönem Wetter heißt das für mich, nichts wie los. Aber wohin in Österreich? Inzwischen war ich schon so oft dort, dass ich meine Ziele schon sehr genau aussuchen muss. Aber zum Beispiel in Niederösterreich war ich noch nie. Dort gibt es in der Nähe von Wien einen großen Flugplatz, Wiener Neustadt. Den wollte ich immer schon mal besuchen. Und dann fiel mein Blick auf Salzburg. Moment mal, Salzburg? Dort am Airport Wolfgang Amadeus Mozart, wie er offiziell heißt, gibt es doch dieses berühmte Flugzeugmuseum. Wie heißt das doch gleich? Genau, Hangar 7. Jenes von keinem geringeren als dem Red Bull-Miteigentümer Dietrich Mateschitz, Anfang der 2000er Jahre gebauten Flugzeughangar, das eine Kunstgalerie, mehrere Gastronomiebereiche und auch die Flotte der Flying Bulls beherbergt. Von dort war es nicht mehr weit bis zu der Route, die wir dann auch tatsächlich geflogen sind. Hier ist die Gesamtübersicht unserer Flüge. Noch am Nachmittag fliegen wir aus dem Rheinland nonstop bis nach Schärding in Österreich. Das ist ein kleiner Flugplatz, der im Gegensatz zu vielen süddeutschen Plätzen, die pünktlich um 19 Uhr schließen, bis Sunset geöffnet hat. Hier können wir also auch noch nach 21 Uhr landen. Am nächsten Morgen herrscht fantastisches Wetter. Es geht schnurstracks zunächst am Inn entlang und dann von Norden zum Airport Salzburg. Der Anflug ist sehr leicht, auch weil wenig Verkehr herrscht und ich mit mehreren Telefonaten unsere Ankunft sowohl am Airport als auch beim Office des Hangar 7 angekündigt habe. Und so bekommen wir einen Direktanflug auf die Runway 15 zugewiesen. Und zu meiner großen Überraschung erhalten wir sogar die Genehmigung, direkt auf dem Red Bull-Gelände zwischen den beiden Hangars zu parken. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. 3 Stunden sowie einen Rundgang und ein kurzweiliges Mittagessen später starten wir wieder. Ich bitte den Tower um einen kurzen Rundflug über Salzburg, den wir auch genehmigt bekommen. Danach verlassen wir die Kontrollzone über Eugendorf und besuchen wieder einmal die Seen im Salzkammergut. Die landschaftlich schönsten, finde ich jedenfalls, sind der Wolfgangsee, der Traunsee und der Hallstätter See. Besonders diesen hier, den Hallstätter See, mag ich sehr, weil das Tal so wahnsinnig eng ist. Es ist ein landschaftlicher Hochgenuss und macht großen Spaß, hier in geringer Höhe durch den engen Eingang hinein und den noch engeren Ausgang wieder hinauszufliegen. Noch eine Runde um den Grundlsee. Dann machen wir es uns in Niederöppland 2 Stunden auf der unmittelbar neben der Piste liegenden Hotelterrasse bequem. Danach geht's auf die restliche Tagesetappe. Quer durch die Steiermark und Niederösterreich bis nach Wiener Neustadt, rund 30 Minuten südlich von Wien gelegen. Ein toller Platz, allerdings mit komplizierten An- und Abflugregeln und mit viel Verkehr. Aber zu unserem großen Leidwesen entwickelt sich dann das Wetter in Deutschland zu unserem Nachteil. So müssen wir dann leider trotz genialem Flugwetter in Österreich schon am nächsten Tag wieder die Heimreise antreten.
Der Türmer in Schärding öffnet unseren Flugplan und für die 15 Minuten, die wir brauchen, bis dass wir Salzburg Tower rufen, melden wir uns gar nicht erst beim Fluginformationsservice an. Das blockiert mehr Ressourcen, als dass es wirklich hilft. Stattdessen genießen wir lieber die schöne Innenlandschaft. Bis etwa Kirchdorf, wo wir den Fluss verlassen, ist der Inn deutsch-österreichischer Grenzfluss. Links Österreich, rechts Deutschland. Fünf Minuten nordöstlich des Reporting Points Tachinger See beginnt unser Anflug auf Salzburg. Aufgrund des Windes aus Süden planen wir die Landung auf der Piste 1.5 und überzeugen uns auch noch einmal mit Hilfe der ATIS-Ansage des Airports, dass die 1.5 auch tatsächlich in Betrieb ist. Das ist unser bisheriger Flug. An dieser Stelle etwa rufe ich Salzburg Tower und melde unsere Formation zur Landung an. Der Tower-Lotse bestätigt und lässt uns den Pflichtmeldepunkt Tachinger See reporten. Kurz danach bekommen wir bereits eine Freigabe zur Landung. Wir sollen den kürzestmöglichen Weg zur Schwelle 1.5 fliegen. Wir vermeiden natürlich auch die beiden lärmempfindlichen Gebiete hier und haben dann die Piste direkt vor uns. An dieser Stelle bittet uns der Tower, nach der Landung beschleunigt abzurollen. Er hat wohl schlechte Erfahrungen gemacht mit Kleinflugzeugen, die auf der Schwelle aufsetzen und dann minutenlang die Piste blockieren. Aber nicht mit uns. Wir fliegen bis 200 Meter an den Rollweg Sierra heran, bremsen beherzt ab und rollen dann direkt auf den Taxiway zum Hangar 7. Das hatte er so wohl nicht erwartet, jedenfalls bedankt er sich überschwänglich dafür. We'll be right back.
Wir möchten doch bitte vor dem Tor kurz warten, meint der Tower noch, bevor wir die Frequenz verlassen. Wir würden bereits erwartet. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir hier direkt hineinrollen dürfen, bin deshalb schon ein wenig enttäuscht, aber der Apron-Manager des Hangar 7 entschuldigt sich später für sein Zu-spät-Kommen, er habe dringend noch etwas erledigen müssen. So schauen wir erst einmal diesem Teil hier hinterher, das kurz nach uns gelandet ist und nun seine Parkposition einnimmt. By the way, fast alle Flugzeuge hier tragen die Initialen DM im Callsign. Hat das was zu bedeuten? Na klar, es sind die Initialen von Dietrich Mateschitz. Dann schieben wir unsere Flieger zwischen die Hangars. Es ist schon ein ziemlich geiles Gefühl, hier als Sportflieger zwischen all diesen professionellen Geräten zu stehen, die wir jetzt in Augenschein nehmen dürfen. Der Hangar 7 ist die Homebase der Oldtimer-Flugzeugflotte von Red Bull. Gleichzeitig dient er als Eventhalle und bietet neben Spitzengastronomie auch diverse Kunstausstellungen. Und gleich nebenan befindet sich Hangar 8. Dieser ist der zweite Flugzeughangar am Salzburg Airport, der wie sein großes Pendant Nummer 7 ebenfalls zu Red Bull gehört. Wir sind nun also mittendrin, im Mekka für Luftfahrtenthusiasten. Formel 1 Boliden zwischen Flugzeugveteranen, was für eine Kombination. Der Hangar 8 ist im Gegensatz zur Event-Location Hangar 7 ein reiner Wartungshangar für die Flugzeuge der Flying Bulls und als solcher auch nicht öffentlich zugänglich. Aber wir Sportflieger dürfen tatsächlich einen kurzen Rundgang machen. Was hier steht, ist wirklich ganz großes Kino. Allen voran diese Douglas DC-6B, ein amerikanisches Verkehrsflugzeug, das in den Jahren 1946 bis 1958 gebaut wurde. Dieses 1958 gebaute Exemplar mit Retro-Lackierung hat eine besondere Historie. Kurz nach ihrer Produktion wurde sie nach Jugoslawien ausgeliefert und vom Diktator Tito zu einem Luxusflugzeug für sich und seine erlauchten Gäste umgebaut. 1975 wurde sie an den Staatschef von Sambia weiterverkauft, der sie ebenfalls als VIP-Flugzeug nutzte. Von dort ging die Maschine nach Namibia, wo sie schließlich vom Chefpiloten Angerer der Flying Bulls entdeckt wurde. Seitdem steht sie im Hangar 8. Man versichert uns, alles was hier steht, fliegt auch. Und dann wechseln wir hinüber ins Hangar 7. Dort vor der Tür steht noch ein bemerkenswertes Flugzeug. Okay, das hier ist auch bemerkenswert, aber eigentlich meine ich dieses Teil hier. Es ist ein Honda Jet von Alfa Tauri. Die Scuderia Alfa Tauri ist ein italienisches Formel 1 Team, das ebenso wie Red Bull Mateschitz gehört. Der Rennstall fuhr 13 Jahre lang unter dem Namen Toro Rosso in der Formel 1. Heute ist es das Junior Team von Red Bull Racing. Ich habe es schnell mal nachgesehen. Dieser Jet hier ist kreuz und quer in Europa unterwegs.
Auch der Hangar 7 ist ziemlich beeindruckend. Bars, Lounges und gleich mehrere Cafés inmitten gelungenem Formel-1-Ambiente und jede Menge historischer Flugzeuge. Das Restaurant Icarus, so lese ich, bedient mit seiner Kulinarik weltweite Geschmäcker. Hier isst man nicht einfach nur, hier wird die Nahrungsaufnahme mit Blick auf die Rollbahn und das Alpenpanorama Salzburgs zum Kulturphänomen. Vor und dann noch einmal nach dem Mittagessen wandeln wir staunend um die hier aufgestellten Exponate herum. Endlich bekomme ich auch mal die Talkrunde Talk im Hangar 7 zu sehen, die vom österreichischen Sender Servus TV, einer Tochter der Red Bull GmbH, ausgestrahlt wird. Und dann begeben wir uns so langsam wieder zu unseren Flugzeugen. Zum x-ten Mal soll es nun wieder einmal zu den österreichischen Seen und in die Berge gehen.